Ich glaube eher, dass uns gerade das Schicksal bricht, weil wir wissen, was kommen soll. Und das macht uns so kaputt. Eine Reliquie. Hätte mir den Kampf aber schlimmer vorgestellt, aber vielleicht sind wir auch einfach schon wirklich zu stark durch die Berserker-Seelen. Gucken, wie es den anderen geht. Das brennt schon ganz schön. Kriegt schon wieder Leben. Wir sind full life. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich hoffe, bei denen lief es jetzt nicht genauso schrecklich wie bei uns. Hey, Hilfe! Wenigstens die Rettung läuft gut. Ah. Für mir könntest du bitte aufhören, nachzutreten. Danke. Nicht so cool von dir. Wenn hier Wut liegt, dann heißt das, dass wir noch ein bisschen kämpfen müssen. Hätte ja wirklich gereicht, um einfach die Augen zu nehmen. Was ist das für ein Symbol da unten links, rechts? Mein. Ja, also, ratet mal. Wir sind schon wieder rein in die Sicherheit. Freya ist verletzt. Wir müssen ihn hier rausholen. Ich schütze ihn. Aber wir kommen nicht durch die Tür. Eine Falle. Boah, ist aber widerstandsfähig hier, mein Gott. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Ich bin nämlich gerade zensauer. Was man überhaupt nicht hört. Aber ich bin sauer. Das nicht ewig durch. Ich habe eine Idee. Oh, da ist noch jemand. Wer? Ich bin Chicken Nugget. Chicken Nugget ist jetzt ein Frühstück. Komm ich runter. Weg mit dir. Und weg mit dir. Okay. Was? Wo? Ah. Das war nicht gut getimt. Ich muss ein bisschen aufpassen, was er hier für Anstalten macht. R1 Nummer 1. Oh, da ist ein R3. Der rettet uns vor dem Schlag. Okay. Müsste aber reichen. Explodiert aber, glaube ich, ne? Ja. Können wir gehen? Klingt gut. Ich hätte den Stein echt nehmen sollen. Wo ist die Tür? Ich trage ihn. Was? Nein, ich schaff das. Tust du nicht. Du humpelst, Brudi. Langsam. Zu mir. Mir nach. Wo müssen wir denn lang? Wir haben hier Gesellschaft. Oh nein. Na gut. Na schön. Wir sind fast da, ja? Hoffe ich doch. Bogenschützen. Soft. Ah, okay. Ach, L1. Ach, Kacke. Hey, wo ist meine Axt? Geht's dir gut? Hallo? Nein. Halt durch! Quicktime-Events. Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Was passiert hier? Rechte Seite. Ups. Weiter, vorwärts, wir sind fast am Schluss. Ein
Wir kriegen Hilfe. Ich muss gleich kotzen. Das ist so ein Standardspruch. Wo ist das Boot? Wirf das in den Fluss. Mais. Beeilung. Das hält sie nicht lange auf. Ja, natürlich. Skidbladnir. Freyrs Boot. Sie sammeln sich. Wir sollten los. Auf geht's. Die Truppe ist da. Ah, Mann. Kommt jetzt das Danke? Aber wir haben ein Problem. Ein schicksalhaftes Problem. Irgendwas stimmt nicht. Wasserfall? Oh, das ist übel. Festhalten! Feuerfall. Ihr hättet euch mal sehen sollen. Ganz ruhig. Das ist kein normales Boot. Es fliegt. Wir fliegen! Damit hatte ich gerechnet. Der Arme. Muss ich komplett verarscht fühlen. Was ist das? Wir haben Gäste! Da ist noch einer! Ich wusste, dass es zu gut lief. Etwas Hilfe? Sie sind zu schnell! Achtung! Ich kann keinen anvisieren. Hinter dir! Was ist jetzt los? Wen beschwört er jetzt? Egwet, einet alde der. Domer von Dautonwerk. Pyrgir, nein! Für Vanaheim! Die Menschen einer von den Bogenschützen würde treffen. Da wäre das jetzt kein Opfer gewesen. Mal gewinnt man, mal gewinnen die anderen. Wusste ich doch, dass noch irgendwas passieren muss. Wir haben Heimdall getötet. Wir haben einen Freund verloren. Verdammt, Pyrgir. Ach, komm schon. Glaubst du wirklich, das ist Pyrgirs Ende? Glaubst du, er hat das überlebt? Er sitzt da unten und macht sich die Fingernägel mit den Federn der Bestie sauber. Wirst sehen, es... Oh. Ja, es muss so sein. Wir sind fast da, Ingvi. Halte nur noch ein bisschen durch. Ich schätze, im Moment habe ich keine Wahl. Wirklich?
Lunda! Lunda, wir brauchen Stoff und kochendes Wasser. Rotwurzel und... Gartenschaumkraut, ja, ich weiß. Glaubst du, ich hätte nie eine Blutung gestillt? Oh. Nun mach dir mal keine Sorgen, Mann. Ich hab deine Sachen nicht angefasst, während du gefoltert wurdest. Verdammt, Lunda! Sachte! Wieso maulst du mich an? Ich hab dich nicht abgestochen wie ein Schwein. Nichts für ungut. Freya, würdest du ihr helfen? Oder lieber alles selber machen? Halt still. Sie macht das Gröbste, dann bringe ich dich zu Sindris Haus. Meine anderen Kräuter sind da. Solange beschützen wir die Welt. Mit 4 Leuten. Oh. Du bist in guten Händen. Feier in Sindris Haus, ja? Wo immer das ist. Dein Boot. Nein, dein Boot. Nur zu, nimm es. Segle empor, sonn dich ein wenig auf dem Bug. Du könntest es vertragen. Mach einen Warngott stolz. Hm, wir haben ein Boot gekriegt. Ey, habt ihr sein Boot? Toll. Er ließ mir keine Wahl. Hm, nicht so toll. Weil es notwendig war. Nicht, weil es geschrieben steht. Laut der Prophezeiung läutet das Gjallarhorn Ragnarök ein. Was auch immer es macht. Ich habe in Odins Bibliothek davon gelesen. Es soll... Atreus, das besprechen wir unter uns. Muss ja nicht immer jeder alles wissen. Oh wow, sieht nützlich aus. Speer? Wir haben Stufe 7 ausgerüstet. Was können wir dem eigentlich upgraden? Sturmflammen. Hab ich noch nie gesehen. Cool. Warte mal. So ging es nur darum, weil wir den herstellen können. Okay, okay, okay. Du hast deinen Bogen, das ist immer noch Max. Suchst du was Bestimmtes? Eine Entscheidung getroffen? Wird noch ein Auferstehungsstein. Rosen, 34.000 haben wir. Ja. Sollte jetzt nicht weltbewegend sein. Noch was zu besprechen, oder nicht? Ja. Heimdall ist tot. Gut. Ach ja? Ich weiß nicht, was das Schicksal will, aber ich weiß, dass Heimdall ein preisgekrönter Schandfleck war, der massig Dreck am Stecken hatte. Wenn er deinem Jungen etwas antun wollte, ist es gut, dass er nicht mehr unter uns weilt. Die Nornen waren da anderer Meinung. Die Meinung dieser 3 weggesperrten Jungfern ist doch nicht einmal einen Ziegenfurz in einem Wirbelsturm wert. Ihr habt es nun mal getan. Kein Grund, darüber zu jammern. Er hat recht. Er hat halt wirklich recht. Denn dann kann man es eh nicht mehr. Es tut mir leid. Pirgir hat mich verletzt im Dschungel gefunden, als ich versuchte. Was heißt das? Helka riecht etwas. Könnte wichtig sein. Vielleicht sollten wir ihr folgen. Dann folgen wir ihr mal. Schön, dass sie wieder auf den Beinen ist. Spuren. Helkas. Wo führst du uns hin? Können wir die annehmen? Und hier noch. Das sind die neuen Amulette, ne? Ja, sind die neuen Amulette. Oh Mann, ich wollte doch eigentlich die Quest haben. Gefallen? Die möchte ich gerne verfolgen. Ja, wir nehmen immer noch unser kleines süßes Boot. Also, was machen wir jetzt? Wir müssen nicht sofort nach Hause, oder?
folgen erstmal ihrer Spur. Ah, wir können Helka immer noch wann anders suchen. Hä? Ich hab doch aber die Quest. Ich hab doch aber die Quest verfolgt. Folgen. Wo führt mich das denn hier hin? Hä? Jetzt habe ich mich verfahren. Mimir, hätte ich nicht aus Versehen Fendis Seele in mein Messer versetzt, wäre er nach seinem Tod ins Licht von Alfheim gegangen, oder? Ja, wäre er ein Gott oder ein Mensch, der im Kampf fiel, hätte ihn eine Walküre nach Valhall oder Folkwangel gebracht. Wäre er ein Mensch oder Gott, der außerhalb des Kampfes starb, käme er nach Helheim. Aber Fenrir war ein Wolf, also wäre seine Seele zu all jenen in Alfheim gekommen. Wie Mutters. Ja, wie die deiner Mutter. Härte des Überlebens. Andere Spur? Sehr gefallen. Ich bin so verwirrt. Wieso sagen sie dann, wir folgen der Spur nicht, obwohl die Spur angeblich dorthin führt? Rückwärtsgang ist so schwer. Hier der Gefallen ist das Blaue. Kommen wir immer noch nicht durch, das ist ein bisschen... Jetzt. Nochmal dahin, wo wir vorhin die neue Region entdeckt hatten. Besseres fällt mir nicht ein. Ja, hier sind Spuren. Sieh mal! Spuren von unserer Superspürnase. Wir sind auf dem richtigen Weg. Okay. Helka, wir sind hier. Wir sollten ihr folgen. Dann tun wir das doch. Noch mehr Spuren? Mehr Pfotenabdrücke. Das kleine Sabbermaul ist unermüdlich. Deine Sabbermaul. Ich will mal kurz hier gucken, weil hier durften wir vorhin nicht lang. Weil hier hatten wir uns aufgehalten gehabt. Sieht verdächtig aus hier. Haben wir nicht gekämpft, gell? Am Ende müssen wir eh wieder alle zurücklatschen. Ich kenn mich doch. Aber wenn hier eine Kiste ist, totally worth. Kisten mache ich sowas. Aber wir dürfen erstmal hinter den Wasserfall klettern. Oh, da wäre ich jetzt gerne im Real Life. Da wäre es wenigstens schön kühl. Es ist so warm, ey. Ich reg mich da sonst immer nicht so auf, aber... Die PS4 heizt ganz gut. Was müssen wir hier machen? Wahrscheinlich mit Tag und Nacht zu tun, oder? Vielleicht etwas, was wir noch nicht machen können. Schade. Aber wir waren schon mal hier. Wir wissen schon mal, hier gibt's was. Die Frage ist nur, wann wir wieder herkommen müssen. Weil am Ende vergesse ich es. Batzenhirn und so. Kennt man doch. Ich nehme den Wasserfall sofort.
Der ist zwar bestimmt richtig kalt, aber super angenehm bestimmt. Runter geht's nicht. Also gehen wir zurück, den Spuren folgen. Denn das ist unsere eigentliche Aufgabe. Hopp. Warte, da lang. Spür Nase nach. Oh, die Tatzen sind so süß. Mehr Spuren von Helka. Ich muss sagen, ihre Spürnase für die Jagd ist so gut wie deine. Ihre ist besser. Die Augen können lügen. Die Nase nicht. Wünschst du dir jetzt, dich ab und zu in ein Tier verwandeln zu können? Nein. Nein. Und schon ist sie weg. Hoch. Nee. Da unten weiter. Hier müssen wir lang. Wir sind Helka auf der Spur. Also meine Waffen. Genau die Waffen. Und weg. Das sind aber viele Spuren hier. Ah, sie ist darüber. Aber im Dunkeln können wir ihr nicht folgen. Dann müssen wir es hell machen. Das nicht hier irgendwo? Leben mitnehmen. Die Schale war doch hier oben. Ich müsste das Atreus machen. Der ist hier unser Wolf-Experte. Ein Kommentar, Atreus? Okay. Willkommen, Helka. Das Kommentar habe ich nicht erwartet. Dem Hund hinterher. Den hätten wir dort und da öfter gebraucht, wenn der so eine gute Spürnase hat. Das Signal, das muss Pirgir sein. Sie will, dass wir ihn retten. Na dann auf. Zurückgehen, Helka. Wir übernehmen jetzt. Ja. Pferd ist abgeschlossen, aber die Quest geht noch weiter. Schon cool. Wie konnte Pirgir einen solchen Sturz überleben? Vielleicht durch Magie. Fragen wir ihn, wenn wir ihn aus seiner misslichen Lage befreit haben. Ist mir doch voll cool, wenn er überlebt. Ein schlimmes Schicksal weniger. Vielleicht wollten doch einfach die Götter, dass er überlebt. Warum fürchten sich alle vor diesem Ort? Wo wir beim Thema sind. Rache! Vielleicht deswegen. Aua. Atreus! Mir geht's gut. Und dir? Könnte schlimmer sein. Zu sein. Was hat das wohl zu bedeuten? Dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wo sind wir überhaupt? Sieht aus wie die Ruinen einer einst florierenden Vanir-Siedlung. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Ein Grund mehr, hier rauszufinden. Ist auf jeden Fall nicht mehr so florierend. Ach, das ist ein mystisches Tor. Aber, okay. Wollen doch aber den Mister finden hier. Der sonst abkratzt. No? Da
glaube, das könnte ihn wütend gemacht haben. Das Signal. Hirgir lebt. Nicht mehr lange, wenn der Drache seinen Willen bekommt. Wird er nicht. Ich glaube, der hat Hunger. Seht ihr, was ich sehe? Ein Blitzschlag. Nur, dass er gefroren ist? So wie der in meinem Kampf mit Thor. Aber warum ist genau so einer hier im Banner? Das ist eine gute Frage. Oh. Okay. Mischt er sich hier noch mit ein, oder was? Das Buch sieht komisch aus. Sollen wir zu Pilgir kommen? Es führt kein Weg über die Schlucht. Da dann hinten. Schauen wir nach einem anderen Weg. Wieder hinten hin. Also ein Riss oder so. Voll die neue Umgebung. Hier gibt es bestimmt etliches zu tun. Wir haben Wahnen gelebt. Es ist nur ein Krater. Es war kein Krater, als sie hier lebten. Irgendetwas ist passiert. Was? Wie eine Explosion? Muss riesig gewesen sein. Oh. Drüben geht's weiter. Kommen wir da ran? Jetzt. Der Winkel macht. Es besteht kein Zweifel. Genau wie der gefrorene Blitz in Midgard. Doch ich war noch nie hier. Seltsam. Alles ein bisschen seltsam, hä? Weg mit dem. Ja, das ist ein Weltenriss da hinten. Kommen wir da hin. Wir müssen nachts. Stimmt, jetzt haben wir ja auch noch Tag-Nacht. Okay. Sollten aber erstmal in seine Richtung gehen, oder? Was denn das? Das ist ja so ein Donnervögelchen. Und weg mit dir. Der hat ganz schön Aua gemacht. Tut gerade irgendwie nicht leid. Er hätte mir leid getan, wenn er mir nicht so weh getan hätte. War notwendig. Der Drache ist da hinten. Dass es die Eimer noch gibt. Normalerweise gibt es immer drei Schwachstellen. Vielleicht gibt es hier irgendwo noch eine. Was ist denn da drauf? Da drauf. Ach Mensch. Wieder diese grünen Pflanzen. Wie, aber richtig? Seder. Solange die Seder-Barriere steht, kommen wir nicht rein. Nee. Ist ja eine Kiste. Da komme ich ran. Und da unten waren. Hä? Könntest du bitte dahin schießen, wo ich zeige? Er schießt halt wieder nach Timbuktu. Ich hasse es.
Ja, die war doch. Gott, die ist nervig. Du bist auch nervig. Der Vogel da unten ist auch nervig. Ist er? Oh, die teleportieren sich auch noch. Hä, wie war denn das mit den scheiß Blumen? Oh, toll. Wir nehmen durch die doofe Pflanze hier schon wieder so viel Leben. Wo ist deine Wurzel? Da ist deine Wurzel. Jetzt Ruhe und Frieden. So muss das. Sprech. An dem Tag, als dieses Tal zerstört wurde, wurde mein Geist zerrissen, entzweigeteilt. Ein Teil von mir liegt da draußen bei meinem Körper. Wenn diese Schriftrolle wieder ganz wäre, wäre es vielleicht auch mein Geist. Und ich könnte Frieden finden. Was willst du, Geist? Ich. Diese Schriftrolle. Ich musste eine Nachricht überbringen. Die Asen und Thor. Ich muss mich erinnern. Die Nachricht muss überbracht werden. Es war wichtig. Mein Kommandant wartet auf meinen Bericht. Dann muss er lange gewartet haben. Sag, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich sah Rot. Auf die Asen. Und da waren diese roten Bäume. Bitte, helft mir, mich zu erinnern. Dann kann ich euch sagen, was ich weiß. Okay. Vielleicht kann uns dieser Geist sagen, was sich im Tal ereignet hat. Wenn der Leviathan diesen Blitz eingefroren hat. Glaubst du, das heißt, Mutter war hier? Das heißt gar nichts. Wir wissen nicht, ob Faye hier war. Und wir müssen jetzt mal unsere Ziele hier ein bisschen sortieren. Okay, wir können nur den verfolgen, den anderen können wir nicht verfolgen. Mag sein, aber der gefrorene Blitz erzählt dennoch eine Geschichte. Wenn wir wissen wollen, was hier passiert ist, brauchen wir die Erinnerungen dieses Geistes. Der Geist meinte rote Bäume. Ich sehe aber keine roten Bäume. Deine Schmiede. Können wir Sonne und Mond bewegen? Müssen wir merken, wo die steht, weil die werden wir noch ein paar Mal brauchen, dieser Altar. Uff. War ein sehr dramatischer Wechsel. Wird sich auch niemand drüber wundern, dass wir jetzt hier komplett Tag und Nacht getauscht haben. Bis da rüber. Hier sind rote Bäume. Wieder runter. Sieht aus wie der Geist. Oh, warte. Der Ort hatte schon bessere Zeiten. Ich hab ihn gehört. Wo ist er? Links von uns ist ein Vogel. Irgendwas Wütendes ist da unten. Hör ihn doch.
Ah. Nur noch 11. Die roten Bäume waren hier rechts, ne? Fragen, wie wir da hinkommen. Sie meinte ja rote Bäume. Wir dürfen eh nicht rein. Sind wir nicht erwünscht. Warte. Euch falle ich hier nicht nochmal rein. Oh, hi. Ich glaube, um den müssen wir uns zuerst kümmern. Rache? Wo? Ich hab X gedrückt. Ah, das war eigentlich eine Verschwendung. Das war Verschwendung, sag ich doch. Drache hilft ja eigentlich sogar. Überlegen, wo wir hier sind. Wir müssen da bei dem einen noch die dritte Stelle finden. Kommen wir nicht rein? Rechts quatscht einer von uns. Wir werden Shotgun weg. Ich sehe ein Altar da oben. Wenn wir hinkommen, können wir die Tageszeit ändern. Wir waren schon da oben. Such aber die dritte Stelle. Hierfür. Hieß, es gibt immer drei Stellen. Aber wo ist die dritte? Das trennt uns von den Bäumen. Stimmt, die Kiste ist offen. Voll vergessen. Wie kann ich nur eine Kiste vergessen? Müssen wir von oben drauf gucken. Vielleicht sehe ich es dann. Ja, die dritte Stelle ist hier hinten. Dann gehen wir hier runter. Einer hat nicht gesessen, ha? Der saß, der hier nicht. Sitzt da. Dann wieder hier hoch. Und die dritte Stelle treffen. Und das müsste jetzt der Ort sein, wo der Geist die Erinnerung hat. Weil das leuchtet auch schon so. Der Drache ist auch wieder dabei. Angriffs, und du hast deine Schriftrolle, Geist. Und ich bin wieder ganz. Jetzt kann ich die Nachricht überbringen. Dein Kommandant ist längst tot. Ich? Natürlich.
Odin schickte Thor, um das Tal zu übernehmen. Aber jetzt ist es wohl zu spät. Keine Sorge, wir kümmern uns um die Asen. Also, was weißt du noch über diesen Tag? Ich weiß noch, ich ging in eine Methalle. Thor war da. Weißt du, warum er da war? Es hieß, er war auf der Suche nach einem Militärposten der Warnen. Ich wollte keinen Ärger, also bin ich schnell gegangen. Danach sah ich ihn nicht mehr. Aber vielleicht haben andere mehr gesehen. Vielleicht wollte Thor in der Methalle jemanden treffen. Wow, glaubst du, Thor hat dort Mutter getroffen? Faye hat mit mir nie getrunken. Mit ihm hätte sie es auch nicht. Manchmal kennen wir unsere Liebsten nicht so gut, wie wir denken. Ach, schon ein bisschen fies.